Hi ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, Montag auf unserem YouTube-Kanal. Eine ganz kleine Information für euch. Wir haben jetzt auch in unserem Team eine Ernährungsberaterin, die gute Katja. Wir vertreiben das Futter Reiko, wir stehen voll dahinter. Wir sind quasi Vertriebspartner und wenn ihr da ganz gerne ein paar Informationen wollt, meldet euch einfach bei uns. Und jetzt wollen wir wirklich zum Thema zurückkommen. Ich zeige dir, wie du innerhalb von 10 Minuten erfolgreich im Hundetraining bist. Ganz einfach, wie durch Zauberhand. Und falls dich das interessiert, bleibst du einfach dran. Hi, ich bin Steve Keil vom Hundeparadies Harz und Experte für Rudelverhalten. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du schaltest auch am Mittwoch wieder ein zu Alice in Love, unser Welpe. Falls du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann unbedingt unten draufklicken und Instagram, Facebook und was weiß ich noch wo. Folg uns einfach, wir freuen uns. Danke schon mal an der Stelle. Wir wollen uns heute mal ein ganz, ganz spannendes Thema widmen und zwar diesen sogenannten Trainereffekt. Mein Anspruch ist es ja, euch da draußen etwas mitzugeben im Bereich Hundetraining, wie Hunde denken, fühlen und leben und was sie tatsächlich brauchen. Und da ist mir eins ganz, ganz wichtig und zwar so diese Ehrlichkeit, was oft im Hundetraining schnell passiert und ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig ist, ob das nachhaltig ist oder nicht. Ich habe ja nun jetzt schon in den ganzen Jahren als Hundetrainer über hunderte Hunde in Rudeln integriert, mit denen gearbeitet, ob jetzt im Bereich Tierschutz, ob Mensch-Hunde-Teams, also richtiges Hundetraining. Juri, hör auf, hier im Hundekindergarten in der Pension, keine Ahnung, was weiß ich nicht noch alles. Ich muss mal ganz kurz hier jemand... Lass das, Freund. Ja, das ist blöd. Genau, mit denen gearbeitet und die Erfahrungen gesammelt und irgendwann merkt man halt so über diese ganzen Jahre, okay, man fährt immer so eine Art Linie ab, die man sich so angeeignet hat über die ganzen Jahre. Also wer euch da draußen ständig irgendwas erzählen will von individuelles Hundetraining, jeder hat so irgendwo so ein bisschen seine Schiene. Und das ist mir auch ganz wichtig, euch zu erklären, dass das okay ist. Ja? Individualität, die kommt immer erst während des Trainings, nach und nach, Woche für Woche, Monat für Monat, um zu gucken, wer sind die Menschen und die Hunde denn tatsächlich. Das heißt, auch ich habe immer wieder so Ansätze im Hundetrainingsbereich, die ich immer als erstes so mal abchecke. So, jetzt komme ich zum Beispiel zu dir nach Hause, dein Hund, so der Klassiker, zieht jetzt an der Leine und ich zeige dir, wie man in kürzester Zeit eine Leinenführigkeit herstellt. So, das ist völlig simpel und mir ist auch völlig klar, das kann jeder da draußen irgendwo relativ schnell umsetzen. Und das liegt daran, dass Hunde einfach so sind, wie sie sind. Das erkläre ich euch nachher ein bisschen später, weil wir werden nämlich gleich mal rausgehen ins Auslaufgebiet und dann zeige ich euch das mal. Nur, das Problem ist ganz einfach, dass das nicht nachhaltig ist. Nur weil ich jetzt kurz was herstelle, irgendeine kurze Praktik zeige und das 40 Mal wiederhole, funktioniert das. Na klar funktioniert das. Das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist es, euch zu ändern im Kopf, damit ihr die Handlungen wirklich von innen aus den ganzen Tag umsetzen könnt. Und das ist so dieser sogenannte Trainereffekt. Das heißt, der Trainer übernimmt, zeigt irgendetwas, es funktioniert und alle oh, oh, oh. Ne? Ganz klassisch kennt man auch aus dem Fernsehen. Ne? Da nehmen wir jetzt mal zum Beispiel einer der berühmtesten, Cesar Millan. Kennt jeder, der irgendwie mit dem Hund sich beschäftigt und im Fernsehen mal gucken will. Oder Martin Rütter oder was weiß ich, ist ja auch egal. Und jetzt warten wir ganz kurz, bis der Trecker weg ist, weil der unheimlich laut ist. Sehr schön. So, jetzt geht's weiter. Das heißt, da sieht man oft Szenen, wie der Hund innerhalb von kürzester Zeit sein Verhalten abstellt. Er rennt aus der Tür wie so ein Ochse. Man trainiert dreimal mit ihm gefühlt und er macht es nicht mehr. Er zieht dann alleine, man macht zwei, drei... ja, keine Ahnung, an der Leine ziehen, Abbruch, Rütteldose, Leckerlis, was auch immer, spielt erstmal keine Rolle. Und der Hund zeigt es nicht mehr. Und tada, Erfolg. Nur, das stimmt halt so nicht. Es ist nicht nachhaltig und das müsst ihr mal verstehen. Es ist wirklich nicht schwer, als Fremder einen Hund zu übernehmen, etwas zu zeigen und das funktioniert. Das liegt ganz einfach daran, weil man als fremder Mensch an einen fremden Hund rumdoktert und die Hunde meistens so gestrickt sind, dass sie erstmal sagen, okay, was ist denn jetzt hier los? Ich bin erstmal kooperativ und schaue mir das erstmal an. Wenn man dann noch an den fremden Ort ist, wenn man dann noch fremde Hunde, Passanten und was weiß ich nicht und alles stellt und da schnell dran rumdoktert und das 20 Mal wiederholt, ist
der Erfolg da. Natürlich. Das ist aber nicht nachhaltig. Verstanden hast du das noch gar nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen gehen wir jetzt ganz einfach mal raus. Ich suche mir mal irgendeinen aus und zeige euch das einfach mal. So. Oh. Langsam. Langsam. So, jetzt wollen wir uns mal diesen sogenannten Trainereffekt anschauen. Wir wählen uns ganz einfach mal den Cooper aus. Wir versuchen, schön, jetzt pinkelt er gerade. Cooper, komm mal hier. So, Cooper ist ein ganz typischer A-Hund, hat immer viel zu tun, muss immer nach vorne denken, muss immer Vollgas geben. Und ja, rein theoretisch, ich gehe jetzt mit ihm ganz einfach mal, tue so, als wenn ich jetzt mit ihm spazieren gehe. Und er ist rein theoretisch, na, jetzt ist er schon ein bisschen müde, ein bisschen ziehend an der Leine, ganz normal, kreuz und quer. Ne? Hey, hey, ich kann das alleine. Danke. So, wir laufen jetzt mit ihm mal. So, jetzt ist er natürlich schon ausgepowert, also ist er jetzt wahrscheinlich nicht der beste Part, um das zu zeigen. Naja, aber man sieht ja, dass er vor einem läuft. Ne? Ich tue nichts, ich sag ihm nichts. So gehen die meisten Menschen irgendwie spazieren. Sie haben ihren Hund einfach an der Leine. So, jetzt kommt ein Fahrradfahrer, jetzt kommt ein Fremdhund. Der Hund zieht und schon hat er ein Thema damit und pöbelt rum. So der Klassiker, ne? Der Hund zieht an der Leine. Es ist extrem nervig. So, er kooperiert mir aber tatsächlich schon ein bisschen zu viel. Aber nur als Beispiel, um euch das zu zeigen. Ganz, ganz simpel, ne? So, jetzt ändere ich meine Taktik. Ich bin ja Hundetrainer, ich weiß ja, was ich machen muss. Ich übe jetzt ein bisschen Druck aus, ich ändere jetzt meine Körpersprache. Ich sage ihm, dass er das nicht mehr tun soll und fertig ist der Lack. Und plötzlich staunen die Menschen so, oh toll, der kann das ja gut und super. Nee, ich weiß einfach nur, was ich machen soll. Und wenn ich dir das über mehrere Wochen beibringe, kannst du das auch. So, wir nehmen jetzt mal Cooperchen. So, jetzt bringe ich ihn hier schon ein bisschen hinter mich. Jetzt nehme ich meinen linken Arm, die Leine so, dass sie nicht dauerhaft straff ist, ganz, ganz wichtig. Und jetzt gehe ich ganz einfach und sage ihm vorher halt schon, ne, einmal zurückdrängen, Körpersprache, Bremse, Rute ist unten, Ohren liegen hinten, super. Jetzt ändere ich meinen Laufstil, ja, jetzt bin ich viel zielgerichteter. Wenn er was machen sollte, gebe ich ihm einen Impuls. Jetzt zeige ich ihm nochmal, hey, nimm mich wahr, ja, er geht rückwärts raus, ich nehme meinen Druck wieder zurück. So, das jetzt müsst ihr euch vorstellen, mache ich jetzt 20 Mal hin, her, jetzt lasse ich hier Hunde kommen und das. Und jetzt gehe ich nochmal in ihn rein. So, und ich ändere wieder meinen Laufstil. Ja, und jetzt gehe ich wieder in ihn rein. Dann merkt er mich und plötzlich fängt er an, hochzugucken. Was für ein Wunder. Toll, das war's. Er wird nie wieder an alleine ziehen. Nie wieder. Das Problem ist gelöst. In 10 Minuten. Jetzt kann ich die Leine immer länger lassen. Immer länger. Ich fasse sie nur noch hier hinten an. Und ich gehe wieder in ihn rein. Und gehe wieder im Kreis. Komm, Cooperchen. Ja. So. Völlig simpel und einfach. Und jetzt haben wir tatsächlich das Problem dann auch gelöst. Nein, natürlich nicht. Das ist nicht nachhaltig. Das ist auch nicht die Wahrheit. Sondern das Einzige, was ist, an der Situation hier, an diesem Ort, in dieser Gruppe, mit mir, mit meinem Laufstil, mit der Veränderung, kriege ich auch ein Ergebnis. Das ist aber noch lange nicht Erfolg und nachhaltig, weil, das wisst ihr doch alle selber, jeder Trainingsschritt, wenn ihr ein neues Instrument lernt, wenn ihr eine neue Sportart lernt oder was weiß ich, das könnt ihr doch nicht gleich. Natürlich trefft ihr vielleicht auf einer Gitarre mal einen Ton und dann den zweiten und den dritten. Deswegen könnt ihr aber noch lange nicht auf der ganzen Welt, auf jeder Bühne irgendwo Gitarre spielen. Und das ist mal wichtig zu verstehen. Dieser schnelle Erfolg innerhalb von wenigen Minuten liegt ganz einfach daran, dass der Trainer übernimmt, genau weiß, an welche Knöpfe er drehen muss, dass er genau weiß, wie viel Druck und eben nicht Druck ausüben kann. Und zack, ist das Ergebnis da. Und alle freuen sich und klatschen. So, jetzt kannst du es aber nicht. Und dann kannst du es 2-3 Tage, weil ich dich ein bisschen coache, weil ich dir ein bisschen sage, so und so musst du jetzt laufen, tu dies, tu das. Aber nachhaltig ist das auch nicht, weil dein Gehirn das noch gar nicht begriffen hat, dass man im Alltag noch Haufen kleine Bausteine ändern soll. Das ist nämlich mal wichtig zu verstehen. Wenn du einen nervösen Hund hast, wird er trotzdem irgendwann wieder an der Leine ziehen, wenn er Wasser sieht, wenn er Artgenossen sieht, Fahrradfahrer, Kinder oder was weiß ich, wo dein Hund auch immer sich wieder drüber aufregt. Du musst an ganz anderen Schrauben und nicht direkt an dem Problem, was du gerade hast. Vielen Dank, dass du jetzt wieder eingeschaltet hast und falls du natürlich da ein Problem hast und wirklich nachhaltig dich selbst ändern willst, damit du und dein Hund wirklich eine richtig geile Beziehung aufbaut,
Gehst du jetzt auf www.steve-kai.de, bewirb dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch und dann wird dich jemand aus meinem Team anrufen und wir werden einfach mal sehen, ob wir dir helfen können oder nicht. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, schaltet in den anderen Videos ein. Bis zum nächsten Montag, euer Steve. Tschüss.